In vielen pfingstcharismatischen Gemeinden gibt es diese Zungensprache oder das Sprachengebet. Es ist, wo Christen plötzlich anfangen, eine unerklärliche Sprache zu sprechen oder unverständliche Wörter von sich zu geben. Und die Christen dort sagen, dass sie diese Gabe empfangen haben, als sie den Heiligen Geist bekommen haben. Sie sagen, es hilft ihnen, näher an Gott zu kommen. Wenn sie vielleicht nicht die richtigen Worte finden, dann gibt der Heilige Geist ihnen noch extra Worte mit einer extra geheimnisvollen Sprache, um besser Gott anzubeten. Und wir lesen natürlich auch in der Bibel ganz klar, dass es von diesem Sprachengebet oder der Zungensprache spricht. Aber ist das wirklich das, was heutzutage in pfingstcharismatischen Gemeinden praktiziert wird? Oder meint die Bibel etwas anderes? Was geht? Corey hier und willkommen zurück auf meinem Channel. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe zurzeit ganz viel mit pfingstcharismatischen Gemeinden zu tun und Menschen und Christen, die in diesen Gemeinden sind. Und ich habe ganz viel mit diesem Sprachengebet zu tun. Doch ich bin so aufgewachsen, dass Sprachengebet nicht seltsames Rumgebrabbel ist, sondern dass es einfach nur eine andere Sprache war zu der Zeit. Doch jetzt, so mehr und mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, so mehr frage ich mich, bin ich da falsch? Habe ich da was falsch verstanden? Denn Leute sind so überzeugt davon, dass sie diese Gabe vom Heiligen Geist bekommen haben und sind so überzeugt, dass das wirklich richtig ist, herumzulallen und einfach nur Wörter von sich zu geben, die keinen Sinn machen. Und ich möchte heute mit euch einfach mal Bibel lesen und herausfinden, was sagt die Bibel denn wirklich über das Sprachengebet. Also wenn du glaubst, dass Sprachengebet eine geheime Sprache ist, die keiner verstehen kann, oder wenn du jemand bist, der ganz klar sagt, nein, Sprachengebet ist einfach nur in eine andere Sprache beten, dann bleib doch bis zum Ende, vielleicht haben wir alle Fragen dann bis dann beantwortet. Und wenn ich nicht alle Fragen beantwortet habe, schreib sie doch unten in die Kommentare und wir können miteinander reden und schauen, was ist denn wirklich die Wahrheit. Denn das ist ja der Punkt, wir wollen ja nicht einfach nur Recht haben, ich habe Recht über dich und ich habe Recht und du machst das falsch, sondern wir wollen ja die Wahrheit wissen. Und zu mir, ich glaube ganz klar an die Geistesgaben, ich glaube an das Übernatürliche und ich glaube, dass alle Wunder, die Jesus getan haben, wahr sind. Ich glaube an Engel und ich glaube auch an Dämonen. Also, was ist Sprachengebet? Das erste Mal, dass Sprachengebet vorkommt, ist, als die Apostel, nachdem Jesus gestorben ist, zusammenkommen und die Gemeinde gründen und dann den Heiligen Geist bekommen. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir, was da passiert ist. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Und dann liest er auf die unterschiedlichen Orte, von wo sie kommen. Und dann lesen wir in 12, und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zu dem anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Andere Übersetzung heißt auch, die sind nur betrunken, das ist alles. Also wir sehen in den ersten 4 Versen, dass die Apostel den Heiligen Geist bekommen. Die hatten ihn vorher nicht. Deshalb haben sie auch vieles noch nicht verstanden. Aber jetzt ist der Heilige Geist gekommen. Und was sehen wir dann? Sie haben dann plötzlich in anderen Sprachen geredet. Und dann sehen wir aber auch weiter, wenn wir lesen, da sind noch andere Juden aus ganz vielen Ländern der Welt und verstehen, was sie sagen. Denn sie sagen, hä?
das sind doch eigentlich Galiläer, so die müssten doch eigentlich diese Sprache sprechen, aber die sprechen alle unsere Sprache und ich verstehe genau, was der sagt. Das heißt, sie haben plötzlich angefangen, andere Sprachen zu sprechen, die man kannte. Also dieser Vers zeigt eindeutig, okay, die haben in Sprachen gebetet und das heißt, sie haben in einer anderen Sprache gebetet. Also der eine hat in Chinesisch, der andere Deutsch, der andere gab es natürlich nicht, aber wie auch immer und so weiter und so fort. Und in 13 lesen wir, dass sie als betrunken gesehen wurden, weil Leute nicht verstanden haben, was hier passiert ist. Das war einfach übernatürlich und das war einfach unbeschreiblich. Und die Außenstehenden, die haben gesagt, boah, die sind einfach nur betrunken. So wie Leute auch, wenn sie zu viel getrunken haben, fangen sie auf einmal an, Englisch zu sprechen, obwohl ihre Muttersprache Deutsch ist. Und manche nehmen nämlich den Vers 13, ja guck, das hört sich so an, als ob sie betrunken sind. Deshalb können wir nicht verstehen, was das ist. Aber wir sehen ja, in den ersten 13 Versen ging es ja darum, dass sie eine wahre Sprache gesprochen haben und das wurde kritisiert als, hey, die sind doch nur betrunken. So, jetzt haben wir ja etabliert, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben und dass sie in fremden Sprachen sprechen konnten. Und das ging jetzt weiter und weiter, bis die Gemeinden dann das immer mehr praktiziert haben. Aber dann gab es schon Probleme. Also ein Problem, abgesehen von dem Sprachengebet, war, dass Leute sich größer gemacht haben als der andere. Wir lesen, dass Leute plötzlich gesagt haben, ja, nee, ich gehöre zu denen, ich gehöre zu denen, ich gehöre zu denen. Und Paulus kritisiert das ganz klar, dass es hier nicht darum geht, dass irgendjemand wichtiger ist als der andere, die Gruppe ist nicht besser als der andere, sondern alle sind unter Christus. Eine andere Sache, die halt auch aufgetreten ist, dass plötzlich alle angefangen haben, in Sprachen zu beten und es einfach so cool fanden, in Sprachen zu beten, dass die vieles andere vernachlässigt haben. Und dass Paulus dieses kritisiert, lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 7. Und da heißt es, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Oder in Luther heißt es auch, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Denn da erklärt Paulus, dass diese Geistesgaben, die wir bekommen, es gibt ja noch mehr, dass diese Gaben nicht zum Eigennutz, sondern zum Nutzen aller gehört. Und er liest dann, der eine bekommt diese Gabe, der andere bekommt diese Gabe und dann in 10 sagt er, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, ne, das ist noch immer weiter, und dann einen anderen Weissagungen und dann weiter, einem anderen Geister zu unterscheiden, okay, das sind alles Gaben, die Leute bekommen, und dann einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einen anderen die Auslegung der Sprache. Also wir sehen, hey, jeder andere bekommt unterschiedliche Gaben. Nicht jeder hat diese Zungenrede. Nicht jeder kann in anderen Sprachen reden. Denn es gibt Gemeinden, die Irrlehre verbreiten, dass wenn du nicht in Sprachen betest oder es nicht kannst, dann bist du kein richtiger Christ und du hast den Heiligen Geist nicht empfangen. Die sagen, du musst in Sprachen beten. Und das ist ganz klar, und wir lesen es ganz klar, falsch. Aber lesen wir einfach weiter. Lesen wir noch mehr über Sprachengebet in der Bibel. So, was sagt Paulus noch über Sprachengebet? Bis jetzt habe ich noch nichts vom Herumlallen gehört, noch nichts vom Herumplappern gehört, aber das kann ja noch irgendwo kommen. Denn eine Bibelstelle, die gerne genommen wird, ist zum Beispiel 1. Korinther 13, wo Paulus sagt, dass er in Sprachen der Engel redet. Aber sagt er das? Lesen wir. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Siehst du, Corey? Er sagt hier, dass er in Sprachen der Menschen und der Engel redet. Aber ist das, was er hier sagt? Was sagt er denn aus? Paulus versucht hier einfach einen Punkt zu zeigen. Wenn wir nämlich einfach weiterlesen, sehen wir ja, dass Paulus einfach nur Punkte macht, einfach nur Erklärungen gibt. Er sagt auch, wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße. Also er redet hier natürlich wieder rhetorisch. Wenn ich das hätte, wenn ich in Sprachen der Engel reden würde und trotzdem keine Liebe hätte. Er sagt einfach nur Punkte, er sagt nicht, dass er das tut. Aber auch wenn es heißen würde, dass er in den Sprachen der Engel reden würde, lese ich hier immer noch nicht raus, was die Sprache der Engel ist, weil irgendwo müssen wir herausfinden, dass wir einfach nur versuchen müssen, herumzulallen und das ist die Sprache der Engel.
lesen wir weiter ab Kapitel 14. Und da heißt, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern es redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Also der Punkt, den Paulus hier bringt, ist, dass das Sprachengebet noch nicht mal so wichtig ist. Es ist weniger wichtig als die Weissagung. Wieso? Denn Sprachengebet ist nur für dich selber. Sprachengebet ist zwischen dir und Gott. Denn es versteht ja niemand. Aber was ist Weissagung? Weissagung ist für die Gemeinde. Und was hat Paulus am Anfang gesagt? Was haben wir gelesen? Es soll der Erbauung der Gemeinde dienen. Und das Beten in Sprachen ist nicht zur Erbauung der Gemeinde. Das lesen wir hier. Das sagt Paulus uns. Also die ganzen Gemeinden, wo ein Prediger vorne steht und dann auf einmal plötzlich anfängt in Sprachen zu beten, also herumlallt, ist ganz klar gegen die Bibel. Oder wenn man einen Gebetsabend hat und dann sagt man, hey, komm nach vorne und dann fängst du auf einmal an, für den in Sprachen zu beten. Das lehrt die Bibel nicht. Das ist sogar ganz klar gegen die Bibel. Das ist auf jeden Fall, was ich hier rauslese. Also ich nehme nur das, was ich jetzt bis jetzt gelesen habe. Ich habe es mit euch gelesen. Ihr habt das von Anfang bis Ende jetzt mitgemacht. Bis jetzt sehe ich noch nicht, dass man herumlallt. Ich sehe auch noch nicht, dass man vor der ganzen Gemeinde in Sprachen betet. Paulus sagt ganz klar, nee, so ist das hier in der Gemeinde gemeint, so sollte das sein. Lesen wir einfach weiter, das ist das Beste, was wir machen können, wenn wir was nicht verstehen, einfach zu lesen. Und zwar ab Vers 6. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete? Sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre. Ist es doch ebenso mit dem leblosen Instrument. Und jetzt vergleicht er dieses Sprachengebet, wenn du das in der Gemeinde machst. Dann ist es wie ein lebloses Instrument. Und dann sagt er, es ist doch ebenso mit dem leblosen Instrument. Die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt, und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich den Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er auch es auslegen kann. Paulus ist super eindeutig. Ich weiß nicht, woher man eine andere Lehre bekommt. Doch er sagt auch ganz klar, dass Sprachengebet, dieses Reden, dieses Beten in einer anderen Sprache unnötig ist, wenn man es nicht versteht. Also wenn du da vorne stehst und habbelebe habbelebe sagst und alle gucken dir zu und verstehen überhaupt nichts, wem nützt es? Es ist wie ein Instrument, das keinen richtigen Ton oder Tonreihenfolge und keiner versteht, dass es überhaupt ein Lied ist. Und noch klarer sagt er ja in Vers 10, es gibt so viele Sprachen auf der Welt. Aber wenn du eine Sprache sprichst, die niemand versteht, und das zeigt doch nochmal ganz klar, es geht hier um Sprachen der Welt. Es gibt hier andere, unterschiedliche Sprachen der Welt. Denn sonst bist du ja wie ein Fremder da vorne und niemand versteht was. Deshalb soll ja das, was vorne gesagt würde oder das, was im Gebet gesagt wird, Erbauung, Erkenntnis, Offenbarung, Weissagung, das ist das, was gesagt werden soll. Aber dieses Beten in Sprachen nicht, weil es versteht ja niemand. Und was bringt es dann? Und dann der Vers 13 sagt auch nochmal ganz klar, wo wir später nochmal einen Vers sehen, ist, wenn du so betest, dann bemühe dich darum, dass jemand das auslegen kann. Und dann gibt es auch wieder Gemeinden, die gehen dann einer nach vorne, fängt dann an, habbele, 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 und dann hoffen sie, dass jemand anderes das auslegen kann. Und dann kommt vielleicht irgendjemand anderes und dann sagt ja, das und das und das und das könnte es sein. Aber nein, es geht hier nicht um
du erfindest irgendwas und jemand versucht dann irgendwie sich aus den Fingern zu ziehen, was das bedeuten könnte. Nein, es ist ganz klar eine andere Sprache und jemand, der diese Sprache kann, der kann das. Und warum ist es übernatürlich? Ist, weil eigentlich hat diese Person diese Sprache nie gelernt und plötzlich kann er sie fließend sprechen. Und diese andere Person, die hat die Sprache auch nie gelernt, aber plötzlich kann er voll verstehen, was er sagt und kann es erläutern. Aber ja, ich liebe es, die Bibel zu lesen, also lesen wir weiter. 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Also Verstand heißt, es sollten schon Wörter sein, die existieren und ich muss mir überlegen, was ich sagen möchte und beten möchte. Ich überlege mir die Wörter und Geist ist natürlich, der Heilige Geist hilft uns ja auch beim Gebet. Falls wir Wörter nicht finden oder falls wir nicht die richtigen Gebetsanliegen ansprechen, er hilft uns ja und drückt uns das auf und dann plötzlich, oh ja, über das habe ich gar nicht nachgedacht, aber das, über das betet man. Aber der Verstand spielt da ja mit. Und unser Geist betet natürlich auch, weil Gebet ist auch übernatürlich und Gebet ist einfach kraftvoll. Und deshalb ist es ja dieser Einklang von diesen beiden. Aber in Vers 14 sagt er ja, Sprachengebet ist nicht mit Verstand. Sprachengebet ist einfach, ich kann nicht mehr und wumm, und auf einmal sprichst du in einer anderen Sprache. 16. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkündigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst. Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Wörter in einer Sprache. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch sehe, aber für mich ist es eindeutig, was Paulus hier lehrt. Also ich sehe ganz klar, dass Paulus hier kritisiert, dass manche in Sprachen beten und es auch voll toll finden, aber in der Gemeinde, das bringt ja nichts, es nützt ja niemanden. Paulus sagt auch, hey, der spricht in voll vielen Sprachen anscheinend und hey, das ist auch so gut, es ist voll gut, dass er das tut. Aber in der Gemeinde sagt er lieber nur 5 Worte, die jemanden erbauen, als tausende Worte, die eh niemand versteht. Und auch da, auch wenn Sprachengebet rumlallen und blabbern wäre, dann ist doch trotzdem ganz klar, weil es niemand versteht, soll das nicht in der Gemeinde passieren. Aber Paulus sagt auch ganz klar, also, wenn du betest, wenn du aktiv betest, benutze deinen Verstand. Aber auch da, nach 19, könnt ihr noch immer weiter lesen und immer weiter lesen. Also, wir sehen doch ganz klar, dass es hier nicht um irgendeine unverständliche Sprache geht, sondern es geht um klares Verständnis und dass es so wichtig ist, dass Leute es verstehen. Er kritisiert sogar dieses Verherrlichen von diesem Sprachengebet und zeigt auch, dass wir ganz klar uns bemühen sollen, es auslegen zu können. Was es natürlich nicht tun soll, und da hoffe ich, sind wir uns alle einig, ist, dass jemand, der Sprachen betet, irgendwie höher ist als jemand, der es nicht kann. Manche sagen auch, dass so manche Gaben nicht mehr existieren, weil im 1. Korinther 13, Vers 8 bis 13 so ein bisschen heißt, hey, dass sie irgendwann gibt es diese Gaben nicht mehr. Aber ich glaube, da geht es eher darum, dass es heißt, wenn Jesus wiederkommt, also wenn die Welt zu Ende ist und wir alle im Himmel sind, dass es diese Gaben nicht mehr gibt, weil das sind ja eher unverständliche Gaben, die so ein bisschen Geheimnis zeigen. Aber Liebe und Hoffnung und Glaube, was auch interessant ist, das sind die, die für immer bleiben. Das ist nicht alles, was in der Bibel steht, denn Paulus redet weiter über das Thema im 1. Korinther 14, ab Vers 27. Und da heißt es, wenn jemand in einer Sprache reden will, okay? So, wir haben etabliert, Sprachenrede gibt es auf jeden Fall. Gibt es auf jeden Fall. Wir haben etabliert, dass es eine andere Sprache ist, die verständlich ist und sie muss jemand verstehen und sie muss ausgelegt werden. Aber ja, wenn es jemand jetzt machen möchte, weil er glaubt, dass er es hat, dann sagt Paulus dies. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es 2, höchstens 3 sein und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen.
ist aber kein Ausleger da. Das heißt, du musst vorher wissen, ob da ein Ausleger ist. Du kannst nicht einfach anfangen und dann hoffen, dass jemand auslegt, so wie manche Gemeinden es tun. Nein, wenn kein Ausleger da ist, so schweige in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Also er kann in seinen Gedanken kann er beten. Im Vers 40 sagt es noch, doch lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ich habe mit vielen Christen geredet, die Sprachenrede oder Zungensprache praktizieren. Bei manchen ist es so, ja, hey, ich bin so aufgewachsen, meine Eltern haben mir das so beigebracht. Bei manchen anderen, die sagen, boah, ich bin mir manchmal nicht sicher, so, ob das jetzt Sprachengebet ist oder ob ich das nur so tue. Und sie sind dann geschockt, wenn sie das erste Mal wirklich die Bibel aufschlagen und lesen, was da eindeutig drin steht. Weil ich glaube nicht, dass Sprachengebet etwas ist, was du mal ausprobierst. Ich glaube nicht, dass die Apostel da standen und dann den Heiligen Geist bekommen haben und dann sich gedacht haben, okay, lass uns jetzt mal ausprobieren, Chinesisch zu sprechen. Nein, sie wurden vom Heiligen Geist überrumpelt. Es ist aus dem rausgebrochen. Sie konnten nicht anders als plötzlich in Sprachen reden. Und dann hatten sie eine Gabe, dass sie plötzlich in einer anderen Sprache reden können. Nicht versuchen, nicht irgendwas von sich geben. Nein, sie konnten plötzlich eine andere Sprache reden. Es gibt nämlich zum Beispiel ein Zeugnis, was ich mal gehört habe, wo jemand in ein anderes Land geht und dann irgendwann zum Glauben gekommen ist und plötzlich, als er den Heiligen Geist bekommen hat, komplett die andere Sprache fließen konnte und denen das Evangelium weitergeben konnte. Andere habe ich auch gehört, die damit aufgehört haben, weil sie erkannt haben, warte, das ist nicht biblisch, was ich hier mache. Ich hatte immer schon ein komisches Gefühl damit gehabt. Ich höre jetzt damit auf, denn es ist falsch. Aber wenn du wirklich, ich kann dir ja nicht die Wirkung des Heiligen Geistes absprechen. Wenn also der Heilige Geist über dich gekommen ist und du auf einmal rumlallst und komische Wörter von dir gibst und du kannst nichts dafür, dann kann ich dagegen ja nichts sagen. Aber Paulus zeigt dir ganz klar, es gibt Regeln für was auch immer du erfährst gerade. Du darfst es aber auch nicht verwechseln mit Emotionen, mit Gefühlen. Wenn eine krasse Musik ist, wenn alle gerade in komischen Sprachen reden und zappeln und drüben und du das siehst und auf einmal überkommt dir, es sind Emotionen und das ist viel, was man auch in so komischen amerikanischen Riesengemeinden, wo der dann so Hand auflegt und auf einmal fällt einmal hin, wo ich mir denke, okay, ich glaube schon, dass wenn du den Heiligen Geist bekommst, dass es übernatürliche Situationen geben kann. Ich glaube aber nicht, dass jemand rumgehen kann und dann hält er seine Hand über den Kopf und dann auf einmal fliegst du weg und also außer du fliegst wirklich weg, aber dann sehen wir ja, dass es übernatürlich ist. Alles andere sind Emotionen und du machst es einfach nur mit, weil du etwas siehst. Aber hey, wenn du wirklich umfällst, dann werde ich nicht sagen, hey, du erfindest nur irgendwas. Darum, du musst das selber prüfen. Du musst das ja für dich prüfen. Es ist ja auch hier, es ist ja kein Thema, wo ich sage, ha, wenn du jetzt in Sprachen redest und rumleilst, dann kommst du nicht in den Himmel. So, ich glaube nicht daran. Ich glaube einfach nur, du hast was missverstanden und das ist, wie du lebst. Aber ich glaube, dass es für jeden wichtig ist, sich wirklich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und wirklich mal die Bibel zu lesen, wie wir es heute gemacht haben und zu beten. Ja, warte mal, ist das wirklich Sprachengebet, was ich mein Leben lang gemacht habe oder was ich beigebracht bekommen habe? Denn was ich auch oft gesehen habe, ist die Leute, die erklären wollen, ja, guck, hier steht doch Sprachengebet, dass oft ein Vers genommen wird, der aus dem Kontext ist, so wie wir gerade eben gelesen haben, mit Engelssprachen reden, und dann 99% einfach nur Erfahrung ist. Ja, ich habe das gefühlt, ich habe das so mitbekommen, der hat mir das so gesagt und so weiter und so fort. Aber es ist einfach keine fundierte biblische Lehre. Aber ja, Fazit. Zungensprache, Sprachengebet gibt es natürlich, 100%. Also man kann es sicherlich nicht ablehnen. Aber man muss es übersetzen können. Es muss zum Wohle der Gemeinde dienen. Wenn es jemand nicht versteht, dann schweige. Zungensprache, Sprachengebet, Zungenrede steht nicht über irgendein anderes Gebot. Und vor allem musst du es nicht können. Wenn du es nicht kannst, dann hast du eine andere Gabe. Aber ja, jetzt könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, was ich ausgelassen habe. Falls ich irgendwas vergessen habe und du sagst, hey, hier steht doch noch, gerne, dann reden wir darüber. Also, ich hoffe, dass du das mitnimmst, was ich heute angesprochen habe und wir
einfach ganz klar miteinander reden können. Es geht nicht darum, dass oh, ich habe Recht und du hast Unrecht. Nein, es geht darum, dass wir die Wahrheit kennenlernen wollen. Aber ja, vergesst doch nicht, das Video zu liken, den Channel zu abonnieren und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ja, vielleicht ein bisschen länger, ist gerade alles ein bisschen voll. Aber ja, Corey hier, ihr da, alles klar. So, ich habe jetzt hier noch zwei Videos, die ihr euch gerne anschauen könnt. Auf der einen Seite mein Zeugnis und auf der anderen Seite ein anderes Video, weil ich mir noch aussuchen muss.